ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Dass wir diese Aufnahmen machen. Deutschland solle sehen, wie Assad und Putin das syrische Volk behandeln. Und er ist dankbar, dass die türkische Regierung zumindest Kriegsverletzte aus Nordsyrien über die Grenze holt, um diese in türkischen Krankenhäusern zu versorgen. Mein Bruder wurde von einer Mörsergranate am Auge und am Bein verletzt. Man hat ihn aus Syrien hierher ins Krankenhaus gebracht. Gesunde syrische Flüchtlinge sollen jedoch hinter diesem Grenztor bleiben, also in Syrien. Bilder des Übergangs Öncü-Pina. Ankara will nicht, dass sich die Zahl der bereits 2,5 Millionen Syrer in der Türkei weiter erhöht. Deshalb versorgen türkische Hilfsorganisationen Flüchtlinge in Lagern auf syrischem Boden. Die EU fordert, dass Ankara die Flüchtlinge ins Land lässt, aber gleichzeitig davon abhält, weiter nach Griechenland zu ziehen. Der Gouverneur des zuständigen Grenzbezirks Kilis kann diese Forderung nicht nachvollziehen. Denn Kilis hätte beispielsweise mehr Flüchtlinge aufgenommen, als es Einwohner hat. Leider bringt uns diese Forderung eher zum Lachen. Wirklich sehr amüsant. Gefallen dürfte dem Gouverneur hingegen die Einstellung dieser jungen Männer. Auch sie wurden in türkischen Krankenhäusern behandelt und wollen jetzt schnell zurückkehren. Ich hatte einen Splitter im Fuß und wurde im Krankenhaus versorgt. Jetzt gehe ich zurück nach Syrien, um gegen Assad-Truppen zu kämpfen. An der Grenze erzählt man sich, dass Assad-Regime Gewinne mit Unterstützung der russischen Luftwaffe nicht nur in der Stadt Aleppo täglich an Boden. Inzwischen sollen Assad-Soldaten nur noch etwa 20 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt sein. Das dürfte weitere Syrer zur Flucht bewegen.